So, wir sind wieder da. Hawkins folgt uns. Als Gefangener versuchen wir jetzt in die Stadt einzudringen. Das ist doch der Gefangene. Alles klar. Ich habe ihn wieder eingesammelt. Dann ab mit ihm in den Turm. Im Turm ist ein Loch. Ah, richtig. Naja, wir werden schon ein schönes Plätzchen für ihn finden. So, hinein in die gute Stube. Frisch beheizt. Ich soll ihn ja zu Patty bringen, glaube ich. Ich habe Hawkins angeheuert. Sehr gut. Jetzt fehlt uns nur noch ein Mann. Und ich habe schon so eine Ahnung, wer das sein könnte, wenn wir uns für die Inquisition entschieden haben. Sebastiano will, dass wir abwarten. Langsam frage ich mich, ob es eine gute Idee war, sich der Inquisition anzuschließen. Lust auf eine kleine Reise? Hast du ein Schiff aufgetrieben? Wo ist es? Ich dachte an die Black Betty. Aber ich dachte, der Kommandant will... Hey, Moment mal! Du willst ja nicht das Schiff klauen! Wenn wir hier sitzen und warten, ist unsere Chance, Mara zu erledigen, vielleicht vorbei. Oh Mann, du willst das wirklich durchziehen? Hilfst du mir? Schätze, hier werde ich sowieso nicht mehr gebraucht. Also gut, ich bin dabei. Juhu! Komm mit. Natürlich! Venturo wird uns begleiten. Können wir ihm trauen? Ich denke schon. So, unsere Crew ist vollzählig. Ich würde jetzt mal annehmen, dass die Sklaven, die hier als unterwegs sind, unser Schiff mit Wasser beladen können. Das bedeutet, wir gehen mal hin zu einem. Ah, Kanone sabotieren. Ich speichere mal kurz, nicht dass uns der Typ... Aber er beobachtet. Sag mal, spinnst du? Ah, der wird uns wahrscheinlich angreifen. Ja! Das war's für dich! Ja, tut er. Habe ich mir schon gedacht. Aber wir sind ja nicht blöd. Wir haben ja gespeichert. Laden wir einfach den Speicherstand. Da muss ich mir gleich was anderes einfallen lassen. Vielleicht kriege ich den einfach mal vertrieben von seinem geliebten Lager. So, wo sind denn hier die Sklaven gewesen? Sind die Herren im Bett mittlerweile? Dann legen wir uns auch eine Runde aufs Ohr. Bei Tag lässt sich bestimmt viel besser arbeiten. Na, schleichen wir uns an Cooper vorbei. Gib mir dein Bett. Pass bloß auf! Und schon wieder hinaus hier. Das ist wahrscheinlich unser letzter Tag in Puerto Isabella. Du kannst mit einer Muskete umgehen? Einen besseren als mit? Mein Platz ist jetzt hier. Okay, da hat uns doch nichts so wirklich zu sagen. Du kannst mit einer Muskete umgehen? Einen besseren als mich? Wie kriegen wir Wasser aufs Schiff? Jedenfalls nicht auf offiziellem Weg. Ohne Befehl von Sebastiano geht Miguel nicht mehr aufs Klo. Also? Wir wenden uns an Sophia. Die Arbeiter hören auch auf sie. Und sie ist empfänglich für kleine Spenden. Du kannst mit einer Muskete umgehen? Bei der haben wir ja eigentlich einen relativ guten Stand. Also sollten wir mit ihr gut verhandeln können. Hör mal, Sophia, wegen dem Tempel. Du wolltest doch wissen, ob wir sicher sind. Was ist los? Droht uns Gefahr? Ja, momentan nicht, aber es kann nicht schaden, wenn wir vorbereitet sind. Wer weiß. Vielleicht müssen wir die Küste schnell verlassen und dann sollte das Schiff klar zum Ablegen sein. Noch hat der Kommandant keinen Befehl erteilt. Sebastiano will nichts davon wissen. Sein Glaube in diese Mission ist unerschütterlich. Da hast du recht. Gut, was soll ich tun? Sorg dafür, dass die Arbeiter ein paar Fässer Wasser aufs Schiff bringen. Gut. Ich kümmere mich darum. Aber du musst auch etwas für mich tun. Was willst du? Die Protektoren haben vor kurzem einige Schätze in die Stadt gebracht. Darunter sind auch 3 goldene Masken.
Und die soll ich dir... besorgen. Genau. Sie werden irgendwo in der Garnison aufbewahrt. Du willst also, dass ich... wie du es anstellst, ist mir egal. Aber ohne die Masken kannst du nicht auf meine Hilfe zählen. Wo sind die Masken? Ich weiß nur, dass Kommandant Sebastiano sie bewacht. Er hat sie in der Garnison versteckt. In der Garnison? Das wird kein Spaziergang. Deshalb schicke ich ja dich. Gut, wir haben einen Deal. Ich besorge dir die drei Masken. Deal? Ist das so ein Piratending? Ganz genau. Wegen mir. Dann haben wir also einen Deal. Das Schiff zu beladen wird eine Weile dauern. Wenn du mich suchst, ich bin unten am Hafenkai. Auf geht's! Maloche! Yalla, yalla! Yalla, yalla, genau. So. Dann suchen wir mal die Masken. Hat Miguel vielleicht was zu sagen? Nein, er hat nichts Brauchbares. Ich weiß ja nicht, ob Sebastiano vielleicht davon was hören will, wenn wir ihn einfach mal höflich nach den Masken fragen. Ah, da oben ist auch dann die Kanone. Die können wir eigentlich mal zwischendurch sabotieren. Nicht, dass wir am Ende noch danach suchen. Na, aber gerade mal warten, bis die Wache sich wieder verzieht. Komm, geh weg. Geh weg. Ich muss mich um meinen eigenen Kram kümmern. Würde ich auch sagen. So, eine hätten wir. Oh, da war zum Beispiel schon mal eine goldene Maske. Also liegen die einfach irgendwo rum. Da liegt keine mehr. Hier drin steht noch eine kleine Kiste. Die knacken wir gerade mal. Da liegt wieder eine. Und dann nehme ich einfach jetzt mal stark an, dass die letzte hier unten irgendwo rumfliegt. Nehme ich sie mit, die verdammte Haarbürste. Da liegt die Maske. Ich. Ja, ist immer noch nicht gut genug, um mir was zu klauen. So, wir haben Wasser, wir haben Proviant, wir haben Crewmitglieder. Jetzt müssen wir nur noch die Kanonen sabotieren. Vorher gehen wir aber mal schnell zu Patty. Ein paar von den Wasserfässern. Hier steht aber auch viel Zeug rum. Nee, zu Sophia müssen wir mit den Masken, genau. Die drei Masken befinden sich in meinem Besitz. Gute Arbeit, Pirat. Deal ist Deal. Hier sind die Masken. Ich danke dir. Das Wasser ist an Bord. Klingt gut. Hier steht aber auch viel Zeug rum. Aber mit dem vielleicht kriegen Yalla, wir... Yalla. Alles klar. Das Schiff wird beladen. Das Wasser soll reichen. Im nächsten Hafen kümmern wir uns um alles andere. Jetzt aber schnell! Sonst erwischen sie uns noch. So, ihn müssen wir irgendwie von seinem Platz wegbekommen. Fass hier bloß nichts an! Und wie können wir das anstellen? Weil ich meine, dieser Typ geht nie schlafen. Spät. Haben wir in der Quest vielleicht was stehen?
Ich beuge mich der Gewalt. Wir können ja mal bis Mitternacht abwarten. Wer schleicht, hat nichts Gutes im Sinn. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Aber ich bin fast zu 100% überzeugt, dass der Kerl immer noch vor seinem Lager steht. Oh nein. Fass hier bloß. Er sitzt da. Probieren wir es einfach nochmal. Vielleicht schaffen wir wenigstens mal eine zu sabotieren. Ich muss dir wohl die Ohren lang ziehen. Okay, nee, das funktioniert nicht. Da muss uns mal irgendwie was einfallen. Und? Hat ganz gut geklappt, was? Alles klar. Das Schiff wird beladen. Du hast es geschafft. Du hast dieses Monster getötet. Ich hab Hunger. Mein Platz ist... Psst. Ohno Palaver. Ich hab gesagt, verschwinde! Du meine Güte, jetzt sehe ich ja fast gar nichts mehr. Wir reden später. Jetzt aber... Komisch. Warum will denn da keiner mal was von uns... Der Typ liegt ja in seinem Bett. Er weckt mich. Wer macht da so einen Lärm? Er liegt auch. Da ist er, wer? Ja, also unser Part ist jetzt auch schon wieder vorbei. Oder nähert sich zumindest dem Ende. Es ist alles immer teuflisch schnell. Was kann er noch sagen? Nichts. Ich lege mich nochmal eine Runde aufs Ohr. Und am nächsten Morgen dann, oder im nächsten Part, sehen wir dann zu, dass wir die Kanonen sabotiert bekommen. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen hier in Risen 2. Die Sonne ist gerade wieder aufgegangen, wie angekündigt. Und wir versuchen immer noch die Kanonen von Puerto Isabella zu sabotieren. Ich musste wieder einen Tipp von einem Bekannten holen. Und zwar scheint die einzige Möglichkeit zu sein, dass wir uns angreifen lassen, wenn wir eine Kanone sabotiert haben und dann abhauen. Und das müssen wir dann jetzt einfach dreimal wiederholen. Und dann sollte unsere Aufgabe geschafft sein und wir können uns der nächsten Aufgabe widmen, und zwar das Schiff dann tatsächlich zu entern. Wir versuchen es einfach mal, ob das so klappt. Sag mal, spinnst du? So. Autsch. Yala.
Ich kann da nicht hinsehen. Halt! So, hier sollten wir hinlaufen. So lange, bis uns keiner mehr verfolgt. Okay, das scheint sogar irgendwie zu funktionieren. Ja, yalla. Es war ein Fehler zurück. Ui, die greifen mich immer noch an. Jetzt nicht. Aua. Ja, das war klar, dass wir jetzt sterben.